Also Benjamin, ich stelle Ihnen jetzt eine unserer wesentlichen Fragen, die wir allen Praktikanten stellen. Ich möchte, dass Sie sehr gründlich darüber nachdenken, okay? Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren? Wenn ich 80 bin. Wir sprachen doch über ein Praktikumsangebot für ältere Semester. Ältere Schüler oder ältere Studenten? Nein, echte ältere Semester. Moment, was? Das ist unsere Gründerin und Chefin Jules Austin. Haben Sie noch einen Tipp, bevor ich reingehe? Blinzeln Sie. Blinzeln? Es macht Sie wahnsinnig, wenn Leute nicht blinzeln. Hey Jules, ich bin Ben, Ihr neuer Praktikant. Schön, dass Sie das auch mit Humor nehmen. Wie auch sonst. Sie kriegen eine E-Mail, wenn ich was für Sie zu tun habe. Ich höre dann von Ihnen, Sir. Oh, tut mir furchtbar leid. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind Jules' neuer Chauffeur? Nein, eigentlich bin ich Ihr Praktikant. Das ist ja saukomisch. Mein Praktikant ist sehr beschäftigt. Mr. Charming, alle lieben ihn. Kleider machen Leute, stecken Sie das Hemd rein. Warum steckt heute eigentlich keiner sein Hemd rein? Oh ja, das frage ich Sie. Ich bin Fiona, die Hausmasseurin. Ben. Und, wie ist das, Ben? Was soll ich? Naja, oh Mann. Ja, das tut gut. Sie sind ja gar nicht so alt, wie ich dachte. Sind Sie bei Facebook, hm? Bin seit 10 Minuten dabei. Besser spät als nie. Na gut, es gibt alle möglichen Fragen für Ihr Profil, die Sie beantworten können, wie wer Sie inspiriert. Jules Austin. Sie sind eine Inspiration. Unsere Investoren glauben, dass ein erfahrener Geschäftsführer Ihnen einiges an Arbeit abnehmen kann. Dann nehme ich Geschäftsführerunterricht. Ich hatte so etwas noch nie in meinem Leben, die wunderschönen, aufregenden Dinge, die Sie erschaffen haben. Nicht vergessen, wer es war. Wer? Macht Spaß. In solchen Momenten braucht man jemanden, auf den man sich verlassen kann. Sie sind nun mal mein... Praktikant. Eigentlich wollte ich sagen, Praktikant-bester Freund. Pass auf, hier könnt ihr was lernen. Das ist was Cooles. Wie können innerhalb einer Generation Männer vom Schlag eines Jack Nicholson oder Harrison Ford zu... Oh Mann.